Oladio, wir kommen wieder auf die Insel zurück und gehen in den Kiefernwald. Und in dem stehen wir jetzt auch gerade drin und wie ihr sicher gerade in dem Moment, wo ich das erzähle, bemerkt, ich bin nicht im Bild. Das ist jetzt wieder ein Voice-Over-Teil. Leider wird der nächste wahrscheinlich auch nochmal einer. Ja, es war nicht ganz einfach, immer das Bildmaterial für die jeweilige Klimazone zurechtzubekommen. Zum Beispiel ist es gar nicht so einfach, wenn man nicht unendlich viel Zeit hat, in diesen Kiefernwald reinzukommen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Wenn man dann ein Mietauto hat, dann geht das natürlich einfacher. Hatten wir aber nicht. Wir sind Bus gefahren. Daher das Bildmaterial. Ich habe schon genug Fotos, um euch zu erklären, wie das Ganze funktioniert. Aber für schöne Aufnahmen müsst ihr dann leider irgendwo anders gucken. Ich kann jetzt wirklich nur in diesem Fall nur mit dem Wissen und nicht mit der Schönheit dienen. So, also hier sehen wir bereits drei Ausprägungen des kanarischen Kiefernwaldes. Und zwar im Vordergrund so der beginnende Kiefer. Ja, beginnend ist jetzt vielleicht ein bisschen zu wenig. Also da hat er schon deutlich angefangen. Es sind aber noch andere Arten drunter, ne? Also wer sich das hier genauer anguckt, wird erkennen, nicht jedes Gehölz, was man da sehen kann, ist eine Kiefer. So, dann gibt es die zweite Stufe, die da so dieses etwas ja, herausstechende Grün in der Bildmitte sozusagen. Das ist dann schon der richtige Kiefernwald, wie man ihn kennt. Der dichte Kiefernwald, da steht auch nicht viel anderes drin als eben nur die kanarische Kiefer. Und ganz hinten am letzten Hang vorm Teide, der große Berg ist der Teide, da sieht man dann schon den deutlich lichtereren Kiefernwald, wo die Wachstumsbedingungen nicht mehr ganz so optimal sind, die Bäume weiter auseinanderstehen und auch zwischendurch mal der Boden sichtbar wird. Das werden wir uns dann nachher auch noch mal ein bisschen genauer angucken. Also nur damit wir mal so einen groben Überblick haben, wie so ein kanarischer Kiefernwald aussieht. Und dann kommen wir wie bei jedem Teil dieser Serie zu unserer Übersicht und schauen uns die noch mal an. Und da wir die jetzt nicht zum ersten Mal sehen, wissen wir ja gleich, auf der Insel Südseite sind sämtliche Bäumchen, die wir da in grün-blau, würde ich das jetzt einfach mal nennen, erkennen können, bereits die Kiefern. Ne? Also da sind wir schon in der Kiefernstufe. Auf der Südseite gibt es auch keine andere Waldstufe als die Kiefernstufe. Allerdings eben auf der Nordseite ist die Kiefernstufe vergleichsweise schmal, also nur ein geringer Höhenbereich zwischen, ja, so 1400 1300 oder was, wo die dann absolut losgeht. Sie kann natürlich auch viel früher einsetzen, wenn der Lorbeerwald schlicht und ergreifend fehlt. Wenn der also gefällt worden ist, dann sind die Kiefern möglicherweise bevorzugt geworden oder auch aufgeforstet worden. Die haben nämlich tolles Holz, aber dazu kommen wir noch. Und dann kann es auch schon mal ab so 1000 Metern mit dem Kiefernwald losgehen, obwohl er eigentlich auf der Insel Nordseite erst so ab, ja, 1400 rum anfangen sollte. Ne? Aber der Übergang ist auch ein bisschen fließend. Das ist nicht so, dass hier Kiefer, da Lorbeerwald und dann kannst du zwischen beiden hin und her hüpfen und die Grenze ist völlig unabänderlich. Sowas funktioniert nicht in der Natur. Es sind fast immer fließende Übergänge, wo dann der Lorbeerwald in den Kiefernwald reinwächst. Muss mal schauen, ob ich dazu noch ein Foto gemacht habe, aber man konnte es an zwei, drei Stellen so ein bisschen sehen. Ne? So. Tatsache ist, wir befinden uns bisher, also bei den anderen Teilen dieser Serie, ja, wir befanden uns im ersten Teil in der infrakanarischen Stufe, also weit weg von allen Wolken. Dann in der thermokanarischen Stufe hatten wir ja einmal den Trockenbusch. Und da befanden wir uns tatsächlich dann auch so ein bisschen in der Nähe der Wolken, aber immer noch in einer ziemlich trockenen Lebensraum. Dann der Lorbeerwald im letzten Teil. Der ist zwar jetzt immer noch nicht besonders feucht, aber doch feucht genug, dass es für geschlossene Wälder überhaupt jetzt zum ersten Mal reicht. Macht euch bitte nochmal klar, weder in der infrakanarischen Stufe noch in der thermokanarischen Stufe unten ist es möglich, dass es geschlossene Wälder geben kann. Dafür reicht das Wasser einfach nicht aus, beziehungsweise die Sonneneinstrahlung ist zu intensiv. Beim Lorbeerwald ist das dann eben deswegen möglich, weil er ja die ganze Zeit eine Wolke obendran hat oder zumindest so viel Zeit des Jahres eine Wolke obendran, dass die ihn beschützt und dafür sorgt, dass die Strahlung eben nicht zu hoch wird, die UV-Strahlung, damit auch die Transpiration, die Wasserverdunstung
nicht zu stark wird und drum ist der Lorbeerwald möglich. So, und, aber wir waren bisher immer noch unter den Wolken. Im Lorbeerwald mag mal eine Wolke drin hängen, das ist aber nicht typisch. Und jetzt kommen wir aber massiv in die Zone, in der die Wolke normalerweise hängen bleibt. Ganz charakteristisch für die Kiefernwälder der Inseln ist, die sind so hoch, die durchschnittliche Passatwolke, die da so angeflogen kommt, die bleibt drin hängen. So. Und dadurch sind sie auch gekennzeichnet. Man kann eigentlich diese ganzen komischen Namen von Stufen, die hier auf dem Zettel stehen, ne, die kann man eigentlich einfach zusammenfassen in eine Klimazone unter den Wolken, eine Klimazone auf Höhe der Wolken und eine Klimazone oberhalb der Wolken. Ja, und dann hat man es eigentlich simpler ausgedrückt, die wesentlichen Lebensräume auch beschrieben. Wenn wir jetzt den Lorbeerwald als so ein bisschen unter und ein bisschen in den Wolken betrachten, die Kiefern als direkt in den Wolken und alles, was da oben noch kommt, die superkanarische Stufe und die orokanarische Stufe, natürlich oberhalb der Wolken. Tatsächlich ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass bei normaler Wetterlage, also den normalen Passatwindwetterlage, wo diese normale Wolke, die wir hier dauernd eingeblendet sehen, hingemalt sehen, ankommt, das ist die allermeiste Zeit des Jahres. Und nur wenn sich die Wetterlage wirklich grundlegend ändert, dann ist es mal möglich, dass es auch oben in der superkanarischen Stufe mal regnet oder dann in der orokanarischen Stufe auch mal schneit. So, aber jetzt schauen wir uns erstmal die Sache mit der Wolke nochmal an. Dazu habe ich nämlich ein schönes Bild. Und wenn ich schönes Bild sage, dann meine ich natürlich ein Bild, auf dem man das schön erkennen kann. Nicht unbedingt ein fotografisch schönes Bild. Tatsächlich ist mir beim Kiefernfotografieren, da ist vieles schief gegangen. Ja, manche Bilder sind aus völlig unerklärlichen Gründen unscharf. Die Filmsequenzen sind alle mehr oder weniger hässlich. Und also irgendwas ist da massiv schief gegangen. Ich kann gar nicht genau sagen, woran das liegt. Na, wie dem auch sei, jedenfalls, da hinten kommt so ein Wolkenband angeflogen. Und das kommt tatsächlich auf uns zu und das wird sich wahrscheinlich auch nicht vollständig auflösen, bis es hier den Busch vor uns erreicht hat. Allerdings wichtig wäre jetzt noch zu erwähnen, dieser Busch da vor uns, das sind noch keine Kiefern, beziehungsweise nur vereinzelt Kiefern. Das ist die Vorstufe und sozusagen der Übergangsbereich zwischen Lorbeerwald, also der auslaufende Lorbeerwald und der beginnende Kiefernwald. Und das Grünzeug, was man gerade hier im Schatten, beziehungsweise am Rande des Schattens, da wo der Übergang ist, zu grün sehen kann, das ist Erica arbonea. Das ist ein Baum- bzw. strauchförmig wachsendes Heidekraut. Heidekraut kennen wir aus beliebigem Hochmoor, aus beliebiger Landschaft in Norddeutschland, aus der Lüneburger Heide zum Beispiel oder auch von vielen Bergrücken, zum Beispiel Schwarzwald oder im Bayerischen Wald. Und in den Alpen gibt es das auch, aber alle heimischen Heidekräuter haben eben gemeinsam, die sind alle klein. Wenn die mal einen Meter hoch sind, dann ist das ein Riesenbusch. Und hier kann Erica arbonea, also die baumförmige Erica, Erica ist eine der beiden mengenmäßig relevantesten Heidenarten. Das ist nämlich einmal Coluna, die Standardheide sozusagen, Coluna vulgaris und dann eben nochmal Erica. Gibt es verschiedene, die dann für uns in Deutschland in Frage kommen. Aber Erica arbonea jedenfalls ist dann die baumförmige Heide, die es dann nur hier auf den Kanarischen Inseln gibt. Die kann baumförmig wachsen, weil sie keinen Winter, beziehungsweise ja, Baum ist immer ein bisschen übertrieben, sagen wir Strauch, weil sie halt eben keinen Winter zu fürchten hat und damit rund ums Jahr Photosynthese betreiben kann. Dass sie wenig Wasser hat, ist für sie kein großes Problem. Alle Heidenpflanzen haben gemeinsam, dass sie eben mit trockenen Bedingungen erstaunlich gut zurechtkommen und die der Bonus des fehlenden Winters sorgt dann eben hier für den in hohen Zuwachs an Höhe im Vergleich zu unseren heimischen Arten. Ne? Also nur, dass wir da mal über Erica arbonea gesprochen haben. Also auch was man ein bisschen weiter hinten im Hintergrund sehen kann. Das meiste davon dürfte diese baumförmige Heide tatsächlich sein. Wer da mal vorbeischauen möchte, das ist eine der Parkplätze, wenn man zum Teide Nationalpark bzw. zur Teide Bergstation hochfährt. Wer mal auf Teneriffa war und sich ein bisschen die Insel angeguckt hat, ist da bestimmt irgendwie vorbeigefahren. Sei es mit dem Bus,
Was natürlich zum Foto machen scheiße ist, aber ansonsten lohnt sich's. Oder halt eben mit dem Mietwagen. In dem Fall kann man ja an jedem dieser Aussichtsparkplätzlein dann auch anhalten. Dann werdet ihr diese Stelle auch mal entdecken. So, jedenfalls, da kommt also ein Wolkenband auf uns zu und das ist, auch wenn es nicht so aussieht, wahrscheinlich noch einen Ticken höher, als wir hier stehen und wird dann, wenn es jetzt angenommen auf der Höhe bleibt, was nicht der Fall ist, das steigt normalerweise noch ein bisschen auf, wenn es die Insel erreicht, versucht den Berg auszuweichen nach oben, dann wird es genau in die Kiefernwaldzone reinkrachen und das ist auch der ganze Sinn des Ganzen, weshalb die Kiefernwaldzone da ist, wo üblicherweise die Wolke reinkracht. Dazu noch ein anderes Bild. Und da habe ich mich im Grunde einfach nur ein bisschen gedreht und dann kann man da sehen, wie halt eben wirklich die Wolke dann links im Bild auch langsam gegen den Berg prallt. Je nachdem, wenn das jetzt nur so ein Steilhang hier ist und sie dann quasi entlang des Steilhangs ankommt, dann bietet das natürlich nicht viel Widerstand und die Wolke muss nicht groß hochsteigen und gleitet dann ein bisschen dran entlang. In Fällen von, wenn sie wirklich massiv gegen die Insel prallt, dann muss sie auch deutlich aufsteigen und verteilt sich dann über deutlich mehr Hang. Ne? Aber ich habe das Bild hier gewählt, weil man da wirklich schön sehen kann, die Wolke löst sich nicht vorher auf, die kommt wirklich bis in die Insel rein sozusagen und knallt dann dagegen. Ja, und das ist das eine Bild aus dem Bus, was geworden ist, also was geworden ist relativ, ne, dass man einigermaßen angucken kann, als dann eben tatsächlich die Wolke mal in den Kiefernwald kam. Dann sieht das nämlich so aus, dann stehst du da quasi im Nebel. Wer schon mal beim Wandern durch eine Wolke gelaufen ist, beim Bergwandern vorzugsweise, der wird diesen Anblick kennen. Das ist also so gesehen gar nichts Neues. Aber das passiert ihr halt in einer wirklich beeindruckenden Regelmäßigkeit. Also nahezu jeden Tag knallt mal irgendeine Wolke in die Kiefernwaldzone rein und hinterlässt dann eben diese neblige Landschaft, die durchaus sehr wunderschön ist und aber auch für die Kiefern eben extrem praktisch. Weil jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo wir zu der charakteristischsten Eigenschaft der kanarischen Kiefer kommen, nämlich die durchkämmt den Nebel. Das hatte ich aber, glaube ich, auch mal irgendwo schon erwähnt. Werdet also nicht allzu überrascht sein. Tatsächlich ist sie nämlich im Laufe der Millionen Jahre, die sie auf diesen Inseln schon gibt, auch sehr gut darauf angepasst worden oder hat sich dahingehend angepasst, dass sie den Nebel ganz wunderbar durchkämmen kann. Das hier ist nämlich so ein Nadelbüschel, von denen hat sie viele. Und wie man sehen kann, sind die Nadeln sehr lang. Die werden schon mal locker 30 cm. Es gibt hin und wieder auch mal ein bisschen längere. 25 schaffen sie aber eigentlich fast immer. Und pro Büschel Nadeln, das da dranhängt, ist sie dreinadelig. Soll heißen, wenn man ein Büschel Nadeln vom Boden aufhebt oder eins ausreißt, dann stellt man immer fest, okay, das sind jeweils drei Nadeln, die zusammen zu einem Büschel hier links im Bild zusammengewachsen sind und mit diesem zusammengewachsenen Büschel dann auch letztendlich am Zweig bzw. im Nadelbusch am Zweige drin sitzen. Das mit der Dreinadeligkeit ist dahingehend wichtig, dass fast meines Wissens sogar alle, aber möglicherweise gibt es da noch irgendeine Ausnahme und ich weiß es noch nicht, aber fast alle anderen Kiefern des Planeten haben entweder Nadelbüschel mit zwei Nadeln oder mit fünf. Beides ist recht häufig. Dass allerdings eine Kiefer mal nur drei Nadeln pro Büschel hat, das ist tatsächlich sehr selten und ist ein wunderbares Bestimmungsmerkmal für Pinus canariensis, also die Kanarenkiefer. Dann sind die Nadeln zusätzlich noch sehr lang, sie sind sehr flexibel und sie fühlen sich leicht rau an, als ob sie so ganz kleine Widerhärkchen hätten. Und das haben sie auch. Das konnte ich nur leider nicht fotografieren, weil dafür brauchst du eine Lupe, wenn du das richtig sehen willst. Also elastisch, aber rau von der Haptik her. Ne? Und das ist wichtig, damit eben an dieser rauen Oberfläche mehr Wasser hängen bleibt, mehr Nebel sozusagen kondensiert. Und dann ist die Nadel natürlich noch lang, damit über viel Fläche schlicht und ergreifend der Nebel kondensiert und sie stehen in dichten Büscheln. Logischerweise auch wieder, damit der Nebel an ihnen gut kondensieren kann. So, und das macht sie jetzt zu wirklich einer, ja, kaum eine andere Baumart ist so sehr daran angepasst, tatsächlich den Nebel zu durchkämmen. Das macht die Kanarenkiefer wirklich ganz außerordentlich besonders. Und das ist auch die Hauptquelle für Wasser, die mit Abstand ertragreichste Quelle, um diese Bäume mit Wasser zu versorgen. Der Niederschlag, der darunter kommt,
Der ist wirklich zu vernachlässigen und würde für eine richtige Waldbildung nicht ganz ausreichen. Das gleiche gilt ja auch für den Lorbeerwald, wenn wir uns an den nochmal erinnern wollen. Der hat eigentlich auch viel zu wenig Niederschlag, als dass da ein Lorbeerwald stehen könnte. Andere Lorbeerwälder des Planeten brauchen deutlich mehr Wasser. Und hier steht der Lorbeerwald nur deswegen immer noch da, weil über ihm eben der Kiefernwald steht, der durch seine nebelauskämmende Wirkung viel mehr Wasser letztendlich in den Boden bringt, als er selber braucht, als die Kiefer selber aufnehmen kann. Und alles, was dann runterfließt, fließt logischerweise bergab in den Lorbeerwald, der sich ja direkt wieder unterm Kiefernwald befindet. Also die Kiefer sorgt sozusagen dafür, dass nahezu alles, was sich unterhalb von ihr befindet, mit mehr Wasser versorgt ist, als es rein vom Regen jemals bekommen könnte. Und gäbe es diesen Kiefernwald nicht, oder würde man auf einer kanarischen Insel, die standardmäßig einen Kiefernwald hat, mal diejenigen, die zu niedrig sind, mal ausgenommen, würde man da den Kiefernwald vollständig entfernen, dann hätte man hinterher wirklich das Problem, dass auf der gesamten Insel das Wasser knapp wird. Nicht nur das Wasser für die Pflanzen, die alle unten drunter wachsen, sondern auch schlicht und ergreifend das Trinkwasser für den Menschen, weil alles, was in Teneriffa an Trinkwasser zur Verfügung steht, was an Regenwasser eben aufgesammelt wird und aus dem Boden geholt wird, was ja auch letztendlich alles Regenwasser mal war, weil irgendwie muss es da ja auch hingekommen sein, das hängt alles essentiell mit diesem Kiefernwald zusammen und der ist also ja für alles unter ihm, das würde alles so nicht existieren, wenn es den nicht gäbe. Ne? Habe ich jetzt bestimmt dreimal gesagt, aber es ist auch extrem wichtig und mindestens das solltet ihr euch bitte gemerkt haben, wenn ihr dann wieder irgendwas anderes anguckt. Irgendein Minecraft-Let's Play oder mit mir doch Wurst. So, der Boden unter so einem Kiefernwald, der sieht im Regelfall so aus. Hier ist es jetzt noch ein relativ guter Boden, weil da guckt so ein bisschen Verjüngung durch, weil die dann noch größer werden möchte und da stehen also durchaus noch ein paar Jungpflanzen rum. In vielen Fällen und in den meisten dieser Kiefernwäldern, die man so sehen kann, besteht wirklich der komplette Untergrund nur aus sowas hier, also nur aus Streu und kanarische Kiefernwälder, auch ganz natürlich, das ist eine natürliche Monokultur. Kultur, muss man fast schon sagen, bestehen tatsächlich fast nur aus kanarischer Kiefer. Ich hätte dazu mal noch ein Beispielbild. Ist natürlich wieder aus dem Bus, aber man sieht hier in dieser Landschaft, das ist jetzt auf der Insel Südseite übrigens in der Kiefernzone, deutlich schlechtere Wachstumsbedingungen, aber dazu kommen wir noch. Da findet man tatsächlich kaum eine andere Pflanze, diesen unscharfen Busch im Bildvordergrund noch, aber sonst kaum eine andere Pflanze, das nicht eine Kiefer ist. Und so sieht das tatsächlich da fast überall aus, insbesondere auf der Insel Südseite in der Kiefernwaldzone fast nur Monokulturen, wobei man es Kultur natürlich nicht nennen darf, weil wenn es eine Kultur wäre, dann hätte es ja jemand so angelegt und das ist ja nicht der Fall, sondern die wachsen ganz natürlich so. Die meisten Kiefernwälder dürften den Urwaldstatus nicht mehr innehaben, weil man dann doch zu viele davon gefällt hat. Die haben ein hervorragendes, wirklich ganz hervorragendes Holz, in jedem Belang großartig, sehr dauerhaft, tolle technische Eigenschaften, lässt sich prima verbauen zu allem, was man haben möchte, also ganz egal. Was man machen möchte, kann man eigentlich alles mit tun. Dementsprechend sind sie ein bisschen knapp geworden, erholen sich jetzt wieder, werden nur noch sehr unregelmäßig genutzt. Ne? So, aber jetzt zurück zu unserem Untergrund dieser Kiefernwälder. Das ist nämlich ein ganz wichtiges Charakteristikum, dass das eben überall so ausschaut oder so ähnlich. Und diese Streu, also die abgeworfenen Nadeln unserer Kiefern, die halten im Schnitt zu etwa 7 Jahre und werden dann alle 7 Jahre erneuert. Die einzelnen Nadeln, die fallen nicht alle auf einmal runter und dann ist jedes 7. Jahr der Baum kahl, sondern nach und nach wird hier mal eine runtergeworfen, da mal eine runtergeworfen. Und natürlich sammeln die sich dann im größeren Umfang am Boden. Und das hat positive und negative Auswirkungen. Zunächst mal, das gucken wir uns so eine ganze Weile an, dieses Bild, also zunächst mal positiv ist, dass diese jungen vulkanischen Böden, über vulkanische Böden hatten wir uns schon unterhalten in einem vorangegangenen Teil, die sind halt nicht sehr mächtig. Sprich, die haben nur eine geringe Schicht von Feinboden, zwischen dessen Partikeln sich Wasser sammeln kann und Wasser gespeichert werden kann.
Unterhalb dieser Schicht befindet sich dann ja vulkanisches Geröll, und Geröll hat viele Zwischenräume, und wenn da viel Wasser reinläuft in die Zwischenräume, dann läuft es runter und runter und runter, und dann ist es weg, und irgendwer unten auf der Insel freut sich drüber, irgendein Pflänzlein oder irgendein Bauer oder irgendein Tourist, je nachdem, zum Duschen, aber hier für den Wald steht es nicht mehr zur Verfügung. Das heißt, es ist für diese Kiefern tatsächlich ein Vorteil, dass diese enorme Menge an kaum zersetzter, das seht ihr hier auch, ne? Die fällt vom Baum und bleibt dann jahrelang so liegen. Die wird biologisch so gut wie nicht abgebaut. Aber diese kaum zersetzte Streu ist trotzdem in der Lage, eine gewisse Menge an Wasser zu speichern, und damit bleibt der Boden einfach länger feucht, und der Niederschlag, der aus dem Nebel gekämmt wird, also alles, was aus der Wolke rausgekämmt wird und dann von den Nadeln runtertropft, das kann so auch viel länger im Boden gehalten werden. Weil nehmen wir mal an, die Wolke ist bloß eine Stunde da und danach brennt hier wieder die Sonne fröhlich mit 30 Grad drauf. 30 Grad wäre schon relativ viel, aber sagen wir mal mit 25, und dann brutzelt das ganz schnell wieder raus, der Niederschlag, und die Bäume konnten davon nur einen Bruchteil aufnehmen, weil er so schnell wieder weg ist. Und selbst das, was schnell im Boden versickert, ist dann auch nicht allzu viel, weil es halt so schnell wieder weg versickert ist. Und da dient eben jetzt diese Nadelstreuauflage als ja letztendlich Sonnenschutz für den Boden drunter, dass das Wasser, was da drin ist, dann da auch deutlich länger drin bleibt. Und das ist eine auf jeden Fall sehr gute Sache. Außerdem dient das auch gleichzeitig noch als Frostschutz. Die Kiefern stehen jetzt doch so weit oben, dass es mal hin und wieder vorkommen kann, dass im Kiefernwald bereits erste Fröste und einzelne Fröste auftreten. Hin und wieder auch mal ein tieferer Frost. Dann geht auch das eine oder andere kaputt. Aber insbesondere die Jungpflanzen, die wir hier sehen können, die würden so einen Frost nicht wirklich überleben. Und da dient dann eben für die ganz jungen Pflanzen, die noch in der Streu drinstehen, so halber, diese Streu quasi als Bettdecke und sorgt vor Schutz, vor Frost, spielt eine gewisse Rolle. So, aber da gibt es noch andere Sachen, die man jetzt ansprechen könnte, aber diese Nadelstreu hat auch durchaus negative Aspekte, nämlich, müssen wir mal uns klar machen, die Nährstoffe, die so ein Baum im Laufe seines Lebens aufnimmt. Einen großen Teil speichert er irgendwo im Stamm, in der Rinde, einen ganz kleinen Teil im Holz, ganz viel geht in die Nadeln. Die werden regelmäßig erneuert. Häufig werden sie erst braun, bevor sie runterfallen. Das heißt, ein Großteil der Nährstoffe kann recycelt werden, aber eine gewisse Menge bleibt halt dann doch noch in der ausgetrockneten braunen Nadel drin, die dann zum Boden fällt. In den meisten Wäldern dieser Welt wird jetzt das Zeug, was auf den Boden fällt, also das Laub, was im Herbst bei uns zum Beispiel im Herbst abgeworfen wird, wird ganz schnell in den Boden wieder eingebracht, von Mikroorganismen zersetzt, recycelt, die nennt man Destruenten, die das machen, und steht dann im Boden die Nährstoffe quasi wieder zur Verfügung. Der nächste Baum, der da wächst, kann die wieder aufnehmen und kann damit wunderbar wachsen, und alles ist super. Problem jetzt hier in diesem Ökosystem mit dieser Streu, die wird halt eben wirklich fast überhaupt nicht abgebaut. Könnte man meinen, ja okay, wenn die Nährstoffe nicht recycelt werden können, werden die dann irgendwann knapp. Irgendwann sicher, aber erst sehr, sehr spät, weil, wie wir auch schon mal gelernt haben, wir haben es hier mit vulkanischen Böden zu tun, die sind vieles, aber nährstoffarm sind sie sicher nicht. Dementsprechend ist das eigentlich kein großes Problem. Nur doof ist jetzt trotzdem noch, irgendwann ist das eine sehr, sehr dicke Schicht. Und damit kommen wir jetzt zum nächsten Bild. Denn in diesem Fall vor circa 15 Jahren kam da jemand vorbei und hat den Baum schwarz angemalt. Nee, das war natürlich, wie man hier sehen kann, das sieht nicht nur aus wie tatsächlich ein Brandschaden, sondern es ist genau auch ein Brandschaden. Könnte man jetzt meinen, oh schlimm, das war bestimmt ein böser Tourist, der Klopapier verbrennen wollte und dabei den Wald angezündet hat. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, das ist die letzten, irgendwann vor ein paar Jahren ist das mal passiert, dass einer halb Teneriffa abgefackelt hat, weil er halt gut sein wollte und sein Klopapier verbrennen und es nicht einfach in der Landschaft liegen lassen. Dummerweise hat er die überall, wirklich überall stehenden Schilder, dass du gefälligst kein Feuer machen sollst, dabei wohl vergessen, und hat dann eben einen großen Waldbrand ausgelöst. Der hier wird es nicht gewesen sein, der ist zu alt, aber drum auch die viele Verjüngungen im Hintergrund, ne? Also die vielen jungen Pflanzen, wo wir ja auch schon ein Bild gesehen haben, wo der Kiefernwald ziemlich allein dasteht und kaum irgendwelche Pflanzen unten drunter zu sehen sind. Das ist eine Folge vom Waldbrand. Und Waldbrand hat hier ganz mannigfaltige positive Effekte auf dieses Ökosystem.
nämlich erstens mal die Streu, über die wir ja gerade gesprochen haben. Wenn die quasi nicht zu zersetzen ist, wie kriegt man die denn dann irgendwann mal weg? Das wird ja immer mehr und irgendwann wird es echt nicht mehr schön. Ja, die verbrennt dann einfach. Und die daraus resultierende Asche wiederum, die ist sehr wohl zersetzbar und sehr wohl für Pflanzen in den Boden eintragbar und dann können die direkt eben quasi über die Feuerrecycling-Methode sozusagen, die über die Nährstoffe, die in den ganzen abgestorbenen Nadeln drin waren, wieder verfügen. Das kann aber nicht nur die Kiefer, sondern auch andere Pflanzen. Und drum haben wir in der recht geringen Biodiversität eines solchen Kiefernwaldes mit Biodiversität 1 Kiefer durchaus periodisch, nämlich immer nach dem Waldbrand, auch viele, viele andere Pflanzenarten da, die eben nur dann aufkommen, kurz nachdem es mal gebrannt hat. Und jetzt gerade die Nährstoffversorgung im Boden und auch die Wasserversorgung, weil so eine Asche kann auch ziemlich viel Wasser speichern, deutlich besser ist und das dann auch mal für andere Pflanzen reicht. Das ist ein bisschen vergleichbar wie mit der Birke bei uns. Die kommt auch immer nur dann, wenn irgendwo ein Wald zusammengebrochen ist, ist dann ein paar Jahre da, bis sich der Wald wieder geschlossen hat und danach hat sie nicht mehr genügend Licht und verschwindet wieder. Also alle Pflänzchen, die wir hier unter den Kiefern sehen können, ich habe da noch ein anderes Bild zu. Das sind alles Sachen, die in diesem Umfang dann nicht wachsen würden, wenn es dann nicht regelmäßig brennen würde. Aber ein Großteil dessen, was jetzt unter der Kiefer steht, ist halt trotzdem auch wieder Kiefer. Und das ist die nächste Superkraft unserer kanarischen Superkiefer, weil die hat ähnlich wie Sequoia dentron giganteum, also der Mammutbaum, ne, den wir ja auch in Deutschland ein paar Mal stehen haben, hat die die Eigenschaft, dass ihre Zapfen sich nur dann wirklich so richtig öffnen und die Samen im großen Umfang freigegeben werden, nachdem der Zapfen durch Hitze ausgetrocknet ist. Soll heißen, unten brennt der komplette Waldboden weg. Die Bäume fangen auch Feuer, die Rinde kohlt auch an, haben wir ja gerade gesehen. Aber die Bäume haben eine sehr, sehr dicke Rinde. Die ist bis zu 30 cm dick, in seltenen Ausnahmefällen. Und das ist dann ganz ähnlich wie mit den Abbrennungen. Brennenden Palmen aus dem letzten Video, da hatten wir da ja auch drüber gesprochen. Die außen wegkohlende Rinde wird zu so einer Art, ja, Isolierstoff, Isolierschaum, wenn man so möchte, für die innerliegenden Rindenschichten und vor allen Dingen fürs Kambium, was bei dem Baum ja jetzt nun im Gegensatz zu bei einer Palme sehr vorhanden und sehr empfindlich ist. Da dient also diese dicke Rinde einfach als Hitzeschutz und da die Rinde selber nicht gut brennt, kann das Feuer auch, das sieht man hier hinten auch ein bisschen, wie weit das Schwarze am Baum hochreicht. Ne? Es reicht schon hoch, aber es reicht in vielen Fällen nicht aus, um die Krone vollständig wegzubrennen. Also überlebt die Baumkrone meistens. Wenn sie mal nicht überlebt, dann treibt sie hinterher gerne nochmal aus. Ähnlich wie bei der Palme, der Phönix, der aus der Asche kommt. Ne? Eine Dattelpalme, Phönix canariensis in dem Fall. Und das ist also eine ganz tolle Anpassung an solche feuergeprägten Lebensräume. Das nennt man Pyrophyten, also Bäume, die sowas können, Pflanzen generell, die irgendwie gegen regelmäßige Waldbrände angepasst sind, gegen oder mit, ja, je nachdem, wie man das nennen möchte. Und ja, eben auch die Samen werden dann, nachdem alles weggebrannt ist, abfallen gelassen. Und dann kriegen wir 15 Jahre später nach dem Brand hier eine solch üppige Vegetation, was für kanarische Kiefernwälder eben nicht so häufig gesehen wird, weil man nicht so häufig eine Fläche hat, die direkt nach dem Waldbrand sich befindet. Ja. Ich mag ja nicht allzu tolle Bilder von den Kiefern haben, aber dass ich einen Bestand direkt nach dem Brand erwischt habe, da bin ich jetzt schon ganz glücklich drüber. So, es folgen weitere wichtige Eigenschaften des Kiefernwaldes ohne besondere Reihenfolge, nämlich Epiphytenreichtum. Wir erinnern uns an den Lorbeerwald und da wissen wir, Epiphyten gibt es da auch reichlich, gibt es hier natürlich auch. Macht ja auch wahnsinnig Sinn, wenn du dich als Flechte zwischen Nadeln hängst, die von 100% darauf ausgelegt sind, möglichst viel Feuchtigkeit aus den Wolken zu kämmen, dann kriegt eine Flechte, die dazwischen hängt, auch entsprechend viel Feuchtigkeit aus den Wolken mit und hat da beste Wachstum. Ich habe leider kein Foto von der ganz, ganz krassen Stelle, aber es gibt Bereiche in den Kiefernwäldern, da hängen Epiphyten, das jenseits von Gut und Böse. Also das habe ich selbst aus den paar Bildern, die ich bisher vom tropischen Regenwald, irgendwann komme ich da auch nochmal hin, aber bisher noch nicht. Aber selbst da gibt es nicht so viele Flechten wie in diesen kanarischen, ja letztendlich kann man sie auch irgendwo Regenwälder nennen, weil sie ihren Regen selbst erzeugen, indem sie ihn aus der Wolke auskämmen. Ne? Also wenn man das so nennen möchte. Also das ist wirklich sensationell, was man da an Flechten in den Bäumen finden kann. Ich war hin und weg, aber ja,
Leider kein Foto. Man hört immer, und ich erzähle das auch häufig, Flechten sind ein Indikator für gute Luft. Gute Luft muss man jetzt so verstehen, dass gute Luft das ist, was wir Menschen drunter verstehen, heißt eine schadstofffreie Luft, die für uns gut zu atmen ist, die weder Schwefeldioxid noch andere lustige Dinge enthält, die wir nicht so gerne einatmen möchten. Also siehe zum Beispiel Neu-Delhi, die haben da Schwierigkeiten, was gute Luft angeht, beispielsweise. Und tatsächlich sind Flechten ein Indikator dafür, dass solche Sachen wie Schwefeldioxid zum Beispiel kaum in der Luft vorhanden sind. Jetzt muss man das allerdings so sehen, hat denn die Kanarische Insel dann einfach immer gute Luft, wenn da so viele Flechten rumhängen? Nee, periodisch hat sie sogar sehr schlechte Luft, wenn nämlich gerade mal wieder der Vulkan ausbricht, ne? Und wenn dann die Flechte in der Nähe der vulkanischen Gase, die dabei abgegeben werden, hängt, dann ist sie aber auch ganz schnell nicht mehr da und geht ganz schnell ein. Also das muss man auch immer im Hinterkopf behalten bei Ökosystemen mit Vulkan um die Ecke. Ja, es mag sein, dass man da mal 300 oder vielleicht auch 1000 oder von mir aus auch 2000 Jahre ungestört wachsen kann. Aber irgendwann kommt dann doch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit die Katastrophe und wenn man dann zu nah an der Katastrophe dran steht, dann ist man halt tot, ne? Freud und Leid der Vulkaninsel. Einerseits super fruchtbare Böden, wenn es dann ältere Böden sind. Andererseits das Risiko, dass der halt immer mal wieder theoretisch ausbrechen könnte. Siehe La Palma. Aber dazu kommen wir übrigens auch noch. So, dann mal noch ein bisschen was zum Thema Boden, den unsere Kanarienkiefer haben möchte. Sie hat keine hohen Ansprüche, ihr reicht ein irgendwie halbwegs drin wurzelbarer Boden aus. Der muss auch nicht besonders tiefgründig sein, also sprich so ab 50 cm Bodentiefe fühlt sie sich eigentlich schon ganz wohl. Dabei bildet sie, wir gehen gleich aufs Bild ein, ne? Keine Sorge, dabei bildet sie ein Doppelwurzelsystem aus. Sie hat einerseits mal eine Pfahlwurzel, das habt ihr bestimmt schon häufiger gehört, wenn ihr mein Zeug regelmäßig guckt. Pfahlwurzel, also direkt senkrecht nach unten. Unterm Stamm ist eine riesenlange, tiefgehende Wurzel, die sich mit großer Kraft nach unten vorarbeitet, die dann auch in Felsspalten reinwachsen kann, was wichtig ist, weil der Untergrund besteht quasi nur aus Fels oder Felsspalte in dieser Landschaft. Und dann hält sie sich damit erstmal ganz gut fest. Das ist sozusagen die Stabilisierungswurzel. Die kann aber nicht großartig viel zum Wasserhaushalt des Baums beitragen. Das braucht er ja auch. Die zwei Primärfunktionen von Wurzel, einmal Stabilisierung und zweitens Wasser. So, und damit er jetzt auch genug Wasser kriegt, bildet er dann sekundär der Baum ein Senkerwurzelsystem. Das ist also ungefähr das, was die Fichte auch hat, unsere heimische Fichte. Ne? Jeder hat schon mal eine umgefallene Fichte gesehen. Die hinterlassen dann so ein großes Rad, so ein Halbrad, was in der Landschaft steht, woran man schön erkennen kann, dass sie ein eher flaches Wurzelsystem haben, das sich eher horizontal als in die Tiefe ausbreitet. Und das macht die Kiefer hier genauso, hat aber zusätzlich eben noch eine Pfahlwurzel zur Stabilisierung. Das ist ideal und auch hier kann man wieder sehen, die hat ein paar Millionen Jahre Zeit, sich das auszudenken. Denn dadurch, dass der Boden nicht sehr tiefgründig ist und nicht sehr viel Wasser speichern kann, ist es eben wichtig, dass der gesamte Boden dann auch durchwurzelt ist und das bisschen Wasser, was im Oberboden Pflanzen verfügbar ist, wenn es gerade ausgekämmt wurde, das will sie dann auch sofort aufnehmen oder versucht es zumindest, klappt ja nicht immer und klappt sogar so gut wie nie, alles aufzunehmen. Aber trotzdem ist das die bestmöglichste Wurzelalternative, die man da haben kann unter den vorherrschenden Wurzelarchitekturen, die es überhaupt so gibt, weltweit. Und das wusste die Kiefer offensichtlich auch. So, und jetzt endlich zum Bild, weil damit der Boden kieferntauglich ist, muss er ein bisschen älter sein. Und was wir hier jetzt sehen im Vordergrund, noch das schwarze Zeug, wir erinnern uns, dass wir noch ein bisschen über die Farben der einzelnen Lavapartikelchen gesprochen haben, schwarz ist jung. Ja, da hat also der Oxidationsprozess noch gar nicht eingesetzt. In diesem Fall ist die sogar sehr, sehr jung, nämlich irgendwas so um die 200 Jährchen. Die stammt vom letzten Ausbruch vom, ja, fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber ein Nebengipfel des Teide. Und damit gibt es hier jetzt erste Kugelbuschvegetation, ne, unschwer zu erkennen an den kleinen Büschen, kugeligen Büschen. Und hintendran sehen wir jetzt Kiefern an diesem Bergrücken. Und dieser Bergrücken, der ist erheblich älter geologisch. Das ist nämlich der Rand der großen Caldera vorm Teide. Die hat auch irgendeinen Namen, fällt mir jetzt wieder nicht ein. Jedenfalls ist das quasi der
Rand von einem der größten Vulkane, also der größten Ausbruch sozusagen des heutigen Teides vor langer Zeit. Also das ist jetzt wirklich schon eine ganze Ecke her. Und drum der Rand, der da noch übrig geblieben ist, der steht ja höher als jetzt hier eben diese Ebene. Über diese Ebene ist immer wieder Lava geflossen. Immer mal wieder, alle paar hundert Jahre neue Lava drüber, wieder neue Lava drüber, wieder neue Lava drüber. Aber dieser Kraterrand, diese sehr frühen Eruptionen, der konnte nach und nach immer älter werden, weil direkt nebendran ist keine weitere Lava rausgekommen. Und das sind für die Verhältnisse dieser ohnehin ja nur sehr jungen Inseln, sind das vergleichsweise alte Böden. Apropos, nur damit wir mal eine Größenordnung haben, die Kanarischen Inseln, ne? Da reden wir von, wow, ich glaube so eben im ältesten Gesteinsbereich so irgendwas, so um die 10 Millionen Jahre, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja? Und das ist dann die alten Bereiche. Gesteine in Deutschland, das sind noch längst nicht die ältesten der Welt, da sind wir im Regelfall bei so 230 Millionen, sowas um den Dreh. Wenn wir ein bisschen ältere finden, dann sind wir auch mal mit 420 Millionen Jahren dabei. Wer sich bei mir im Bereich Siegen, im Siegerland unterwegs war, da haben wir tatsächlich 420 Millionen Jahre alte Schiefer. Nur mal so als so ein kleines Beispiel. Generell das rheinische Schiefergebirge, ne? Also wenn du von Köln oder Düsseldorf oder such dir was aus in der Region nach Osten fährst, kommst du irgendwann in den Wald und darunter ist Schiefer und dieser Schiefer 420 Millionen Jahre alt. Also kein Vergleich zu diesen sehr, sehr jungen vulkanischen Inseln, die wir hier haben. Ne? Gut, nur damit wir da mal drüber gesprochen haben. Aber innerhalb dieser ohnehin sehr jungen Landschaft sind eben diese exponierten Bergrücken, die Bereiche mit den tiefgründigsten Böden. Und obwohl wir hier sehr hoch sind, nämlich auf 2.500 Metern, sind das da auch die allerhöchsten Kiefern, die auch viel weiter hochgehen, als sie es normalerweise, wir erinnern uns an das Diagramm von Anfang, eigentlich können sollten. Und das können sie hier deswegen, weil hier die Böden so unglaublich viel besser sind als durchschnittlich. Weil das eben unglaublich viel ältere und damit tiefgründigere Böden sind als woanders. Trotzdem merken wir hier das Gleiche, was wir zum Beispiel auch bei uns aus den Alpen kennen. Je weiter hoch ein Baum geht, desto niedriger wird er selbst. Weil je höher du kletterst, desto stärker die Stürme. Da ist es dann von Vorteil, ein kleiner Baum zu sein, der nicht wegen jedem Mist gleich umgeworfen wird. Dann bist du zwar nie groß, aber du lebst länger. Und länger leben ist ein größerer Vorteil als größer sein. Und das kann man hier also wie bei jeder anderen Gebirgsbaumart auch weltweit beobachten. Je näher die sich ihrer Waldgrenze, ihrer Baumgrenze nähern, desto kleiner werden sie. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt ganz oben, schwer zu erkennen, aber ganz oben auf den Kamm von unserem Hügel gucken, da stehen noch so ein paar ganz niedrige Krüppelbäumchen rum. Das dürften so ziemlich die letzten sein, weil dann ist auch irgendwann Schluss von der Höhe her. Dann kommt da nämlich auch keine Wolke mehr vorbei und dann fehlt ihnen wieder das Wasser. Dann hilft ihnen auch Wolke auskämmen nichts, wenn eine Wolke nie dahin kommt, weil man einfach oberhalb der Wolken ist, der regelmäßig auftretenden Wolken. Nächster Themenblock. Und zwar, das da sieht verdächtig bekannt aus, ne? Wenn wir uns mal unsere heimische Kiefer so angucken, da gibt es durchaus auch Wälder, die ähnlich aussehen. Und daher können wir vielleicht durchaus erraten, was das da ist, nämlich tatsächlich Trockenstress. Ha? Also auch die Kanarenkiefer kennt Trockenstress. Und komischerweise war es auch hier lustigerweise das Jahr 2019, 20. So um den Dreh, 18 war hier noch nicht so schlimm, aber 19, 20 gab es auch hier Rekordtemperaturen, lange Zeit fehlende Wolke. Und damit ist eben dieser wenige Boden, der da drunter ist, so stark ausgetrocknet und dann ist mit erhöhtem Risiko von Brandgefahr natürlich, dass hier dann durchaus auch wirklich Trockenschäden zu beobachten sind. Gleichzeitig war der Winter dann noch besonders kalt, also der letzte, der da bei uns auch recht kalt war. Und die Kombi aus erst Trockenstress wegen Hitze und ich glaube bis zu 40 Grad hat es da gegeben, das ist überhaupt nicht normal für die Kanarischen Inseln. Man nennt sie auch das Land des ewigen Frühlings. Da herrschen also quasi das Jahr über so durchschnittlich immer sowas um die 25 Grad. Im Winter ein bisschen weniger, im Sommer auch mal ein bisschen mehr. Aber es sind eigentlich nahezu immer angenehme Temperaturen. Kaum mal was Extremes. Weder in die eine noch in die andere Richtung. Und jetzt hat es das eben aber vor ein paar Jährchen, beziehungsweise wird es wahrscheinlich auch in Zukunft immer mal wieder geben, durchaus auch mal gegeben. Und hier ist es jetzt ein Nachteil.
In gewisser Weise, oder zumindest kann man das so interpretieren, da können wir uns aber auch gerne drüber streiten, dass wir es hier mit einem uralten Ökosystem zu tun haben. Weil dadurch, dass das so alt ist und sich vergleichsweise wenig verändert hat und auch das Klima auf den Kanarischen Inseln sich die letzten paar tausend Jahre kaum verändert hat, macht sich jetzt natürlich eine doch noch jetzt eintretende Klimaänderung entsprechend dramatisch bemerkbar, dass solche Ereignisse wie dieses hier sicherlich in Zukunft immer mal wieder vorkommen werden. Also das ist jetzt so meine Befürchtung. Ja, beweisen kann ich das nicht, aber ich könnte es mir sehr gut vorstellen und nur damit wir mal drüber gesprochen haben. So schaut übrigens ein Zapfen aus, na, damit wir den auch mal gesehen haben. Ist ein bisschen größer als der von unserer heimischen Kiefer, aber wirkt auch sehr massiv. Ne? Also durch dieses erst beim Austrocknen aufgehen, damit erst beim Austrocknen die Samen rausfliegen können, muss er das auch sein. Die Streu, um mal kurz ein bisschen zur Nutzung dieser Kiefer zu kommen, die kann man auch benutzen. Ne? Also Streunutzung, habt ihr vielleicht auch schon mal bei mir gehört, ist eine Sache, die man in Mitteleuropa besser nicht mehr tut. Das heißt, man geht mit dem Rechen in den Wald, rächt da zusammen, was so auf dem Boden liegt, packt das auf den Karren und fährt es weg. Und nutzt es dann zum Beispiel als Einstreu für den Stall, also auf einfach Bodenbelag, wo die Tiere dann drauf machen. Und im nächsten Frühling, wenn sie das Jahr über den Winter über im Stall waren, holst du das aus dem Stall wieder raus, schmeißt bei dir auf den Acker und hast dann eine Art von Dünger. Sehr günstig, sehr einfach zu gewinnen, hat man viele Jahrhunderte auch bei uns gemacht. Auf den Kanaren findet das noch statt. Ja? Also genau diese Anwendung der Kiefernstreu, wenn man vom Nationalpark runterfährt oder beim Nationalpark hochfährt, also Nationalpark ist ne, die höheren Lagen der Berge, insbesondere auf Teneriffa und da liegt, gibt es dann halt logischerweise auch die Kiefern und dann kommt einem fast immer irgendein Traktor entgegen, der gerade eben diverse Ballen von dieser Streu geladen hat. Das hat mehrere Gründe, dass man das heute auch immer noch macht. Erstens, es ist immer noch billig. Zweitens, neben Stalleinstreu kann man diese Nadeln auch wunderbar brauchen, um sie unter die Bananenplantagen zu legen, damit auch da, wie auch im Kiefernwald, die eigentliche Funktion im natürlichen Ökosystem übernimmt die Streu auch die gleiche Funktion im anthropogenen Ökosystem, sprich in der Palmenplantage, denn auch da wird die Feuchtigkeit besser im Boden gehalten, wenn du auf den Boden eben diese Streu, diese Kiefernadeln drauflegst. Also das ist eine sehr beliebte Nutzung. Und dann ist noch ein weiterer positiver Effekt. Man möchte nicht unbedingt regelmäßig große Waldbrände auf der Insel haben, weil das ist so ein bisschen, Waldbrände sind nicht jedermanns Sache, sagen wir es mal so. Und drum hast du hier also eine Win-Win-Win-Situation. Du kannst das Zeug sinnvoll nutzen und du verhinderst Waldbrände, die du hin und wieder mal brauchst. Das Ökosystem braucht hin und wieder mal einen Waldbrand, aber bestimmt nicht allzu oft. Und ganz häufig ist eben der auslösende Faktor, weshalb es dann brennt. Also die Natur sorgt für das Brennmaterial, aber derjenige, der es anzündet, meistens unabsichtlich, sind halt doch dann meistens wir. Das heißt, darf man davon ausgehen, dass es jetzt, seit es uns auf der Insel gibt, häufiger da brennt, als es da früher ursprünglich mal häufig gebrannt hat. Und dem kann man so ein bisschen entgehen, indem man eben einfach eine Streunutzung betreibt. Und ich habe da auch nichts dagegen. Normalerweise ist es ein Problem in vielen Ökosystemen, weil man damit ja die Nährstoffe aus dem Wald rausholt, die ganzen Nährstoffe, die in den abgestorbenen Nadeln drin sind, und sie woanders wieder hinschmeißt. Das ist für woanders gut, aber schlecht für den Wald. Aber da wir sie hier immer noch mit vulkanischen Böden, die eben sehr viele Nährstoffe haben, zu tun haben, wird das hier frühestens in 25.000 Jahren oder sowas ein Problem. So, noch eine kleine Ergänzung, nämlich das hier ist Poi-Hoi-Hoi-Lava. Ja, die heißt wirklich so. Und zwar erkaltete natürlich. Ne? Und das ist tatsächlich die Lava, die man sich am ehesten als Lava vorstellt. Also dieses Zeug, dieser rote Fluss, der den Berg runterkommt. Wie Wasser, etwas träges, dickflüssiges Wasser fließt das den Berg runter und erkaltet dann auch so wie eben eine dickflüssige, breiige Masse, als ob jemand eine große Ladung Grießbrei den Berg runterfließen lassen würde. Und das sieht dann also auch aus wie, ja, erkalteter Grießbrei. Probiert's mal aus, macht euch einen Grießbrei und nein, egal, jedenfalls. Solche Landschaften sind deswegen interessant, weil auf Poi-Hoi-Hoi-Lava gibt es oft den Effekt, dass diese sehr gleichmäßig und deutlich schneller verwittert als diese Krümelgeschichten. Ne? Und
sich dann der Boden, der sich auf sowas bildet, der ist halt ein bisschen gleichmäßiger und tendenziell scheint es so. Zumindest hat uns das der Höhlenführer erzählt. Oh, Höhle, hoppla, habe ich jetzt das gespoilert. Hat uns erzählt, dass wohl die Kiefern immer entlang der Poi-Hoi-Hoi-Lava-Ströme gerne wachsen würden und dass dann auch eben, wenn es einen weit hochreichenden Poi-Hoi-Hoi-Lava-Strom gibt, die Kiefern an der Stelle auch weiter hoch den Berg hochwachsen. Ich konnte das nicht verifizieren, aber vielleicht, wenn ihr selber mal Lust habt, euch viele Kiefernwälder auf den Kanarischen Inseln anzugucken, völlig wurscht, welche Insel, sobald es Kiefernwälder gibt, es ist egal welche, dann schaut doch mal, ob ihr auf dem Boden solche Strukturen hier wie eben erkalteter Grießbrei finden könnt. Und in dem Fall hatte er recht, weil da bin ich jetzt selber ein bisschen am Rätseln. Sollte das mal jemandem aufgefallen sein, bitte gerne in die Kommentare schreiben. Und weil wir jetzt schon auf der Poi-Hoi-Hoi-Lava stehen, dann können wir auch kurz mal in die Poi-Hoi-Hoi-Lava reingucken. Das sieht dann nämlich so aus. Das ist eine typische Lavahöhle. Das sind meistens solche tunnelartigen Strukturen, weil eben ein Strom Lava, solche Poi-Hoi-Hoi-Lava, oben schneller abkühlt als in der Mitte. Da ist er halt länger heiß. Das ist wie wenn du in eine Calzone reinbeißt, ne? Oder eine Pizza, die ist bekanntermaßen im Inneren auch viel heißer als die Oberfläche. Und dementsprechend bildet sich oben schon lang eine Kruste, während im Inneren die Lava noch fließt. Und die fließt dann sozusagen weg. Und es kommt irgendwann keine mehr hinterher und dann erkaltet die am Boden natürlich zuerst wieder und auf dem Wege, das ist jetzt ganz grob erklärt, bildet sich dann so ein Tunnel, ne? Besser erklären will ich es gar nicht, weil ich warte noch drauf, dass jemand einen Geologe im Berg-Kanal auf YouTube gründet und uns endlich mal vernünftig Geologie erklärt hier. Ja, also bitte machen. Onedo, der Erdbeerbaum. Unedo heißt so viel wie ich ess dich einmal. Der wurde zumindest von den Botanikern, die den so benannt haben, als nicht besonders lecker empfunden. Man kann allerdings das Ding wohl doch essen. Und die Einheimischen, wie ich gerade erfahren habe, tun das auch, beziehungsweise machen Likör draus. Die stehen auch in Deutschland hin und wieder mal in Parks mit besonders warmer Lage, und können da dann einigermaßen wachsen. Aber es müssen schon wirklich spezielle, sehr, sehr warme Standorte sein, damit der Winter nicht zu kalt wird, dass die dann relativ schnell wieder eingehen. Schönes Erkennungsmerkmal ist die sehr glatte, Rinde, die tatsächlich wirklich auffallend glatt ist und als ob man da ein bisschen dran rumgeschliffen hätte. Sie ist auch sehr, sehr dünn. Dementsprechend ist der Baum durchaus empfindlich gegen UV-Strahlung. Drum diese helle Färbung, um eben dann doch auch noch mal wieder einen gewissen Schutz gegen besagte UV-Strahlung zu haben. Ist eine Sammelnussfrucht, genau wie die Erdbeere, daher heißt er auch Erdbeerbaum. Ja, und das ist dann auch so eine Art Übergang quasi zwischen dem Lorbeerwald, den wir ja schon kennen, und unserem Kiefernwald. Da gibt es so ein paar Arten, die da ungefähr dazwischen stehen. Die Baumheide haben wir ja schon kennengelernt. Der andere Vertreter, der auch recht häufig anzutreffen ist und recht prominent ist, ist eben hier dieser Erdbeerbaum. Darum wollte ich euch den auch nicht vorenthalten. So. Ja, und dann sind wir auch beim letzten Bildchen angekommen und dazu gerade noch zwei, drei kleine Geschichtchen, nämlich das da ist ein kreisrunder Platz mitten im Kiefernwald. Was macht der da? Was soll der Blödsinn? Das ist tatsächlich eine Mühle. Wenn mal jemand Conan der Barbar gesehen hat, also der Uraltfilm da mit Schwarzenegger, als der noch gar nicht so uralt war, am Anfang, ne, da ist er ja noch Sklave und muss in genau so einer Mühle dafür sorgen, dass die sich auch schön dreht. Ja, also das müssen wir uns so vorstellen, dass man da wirklich einen Ochsen hat drin im Kreis laufen lassen und an dem Ochsen hat man dann eben einen langen Stock dran, Balken festgemacht und damit hat der Ochse in der Mitte quasi ein Mühlrad gedreht, in das man dann immer mal wieder die Körner reingeschmissen hat und was dann raus gefallen ist, also das fertige, naja, noch nicht ganz Mehl, aber zumindest mal zerkleinerte Zeug, das ist dann einfach auf den Boden gefallen und der Ochse ist dann noch drüber getrampelt und dann hat man es wieder reingeschmissen mit der Schaufel regelmäßig und dann wurde das wieder weitergemahlen. Ich habe es nicht hundertprozentig verstanden, wie das genau funktioniert. Das haben wir auch auf einer Führung gesehen, das Ding. Dafür war das Englisch ein wenig zu Spanisch desjenigen, der es uns erklärt hat. Das kam mir Spanisch vor.
haha. Und aber trotzdem vielleicht noch ganz interessant, dass, also wenn man da solche Kreise findet, dann sind das wahrscheinlich wirklich historische Mühlen, die man dann eben mittels Ochse und nicht mit Conan, dem Barbar, betrieben hat. Wobei, naja, aber das soll es dann gewesen sein an dieser Stelle mit dem Kiefernwald. Wie gesagt, nochmal, ich weiß, es nervt manche, aber mich nervt es auch, deswegen sage ich es nochmal. Nämlich, tut mir leid, dass das Bildmaterial jetzt nicht allzu beeindruckend ist, aber zum Erklären hat es hoffentlich gereicht. Und schöne Bilder findet ihr überall, die Infos. Ja, arroganter Moment, nur bei mir. So, macht's gut, Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss.